Es dauert wohl noch ein paar Jahre, bis wir endlich die Eiskönigin 3 in den Kinos sehen können. Doch auch ohne Bildmaterial und offizielle Infos ranken sich schon einige Theorien rund um die Handlung des dritten Films. Egal ob Liebesgeschichte, Wiedersehen, auf die man verzichten könnte, oder feurige Überraschungen, in den Fantheorien ist wirklich alles geboten. Um die Zeit bis zu einer offiziellen Ankündigung zu überbrücken und eure Vorfreude ein wenig anzuheizen, haben wir heute für euch die besten Theorien in diesem Video zusammengefasst. Bevor wir starten, fassen wir noch einmal kurz das Ende aus dem zweiten Teil für euch zusammen. Jeder, der nicht gespoilert werden möchte, sollte also nun schleunigst weiterklicken. Außerdem gehen wir noch schnell auf die einzelnen Charakterentwicklungen zwischen Film 1 und 2 ein. Sind wir mal ehrlich, es gibt einiges, was man noch einmal kurz aufarbeiten sollte. Anna erkennt, dass der einzige Weg, um den verwunschenen Wald vom Geisternebel zu befreien, der ist, den Staudamm zu zerstören. Diesen hatte ihr Großvater unter falschen Versprechungen für die Northultra gebaut. Obwohl sie wusste, dass die Wassermassen Arendelle zerstören würde, brachte sie die Steinriesen dazu, den Staudamm niederzureißen. Dies befreit Elsa von ihrem Fluch und sie entkommt aus Etohelm. Außerdem findet sie heraus, dass sie der fünfte Geist ist, welcher das Gleichgewicht zwischen den Geistern wiederherstellen muss. Sie reitet so schnell sie kann auf dem verzauberten Pferd Nock Richtung Arendelle, um die Stadt vor dem Untergang zu bewahren. Sie erweckt Olaf sogar wieder zum Leben, welcher zum Glück noch all seine Erinnerungen hat. Denn wie wir gelernt haben, hat Wasser ein Gedächtnis. Christoph schafft es nach zwei langen Stunden auch endlich Anna einen Heiratsantrag zu machen und Elsa erkennt, dass ihre Zukunft nicht in Arendelle, sondern im verwunschenen Wald bei Northultra und den Geistern liegt. So wird zu guter Letzt Anna doch noch Königin. Es lässt sich also sagen, die Eiskönigin 2 war mehr als nur ein Fest der Emotionen. Spannung, Gefühle, Witz, es war alles geboten, vor allem die Charakterentwicklungen im Gegensatz zum ersten Film waren klar zu erkennen. Fanliebling Schneemann Olaf, welcher am Anfang vor allem für seine kindlichen Emotionen bekannt war, begann in Frozen 2 plötzlich tiefgründige Fragen über das Leben zu stellen. Man könnte also behaupten, er wird erwachsen. Christoph ist nicht mehr nur der ungehobelte Eismann, sondern wächst in seine Rolle als etwas anderer Disney-Prinz hinein. Außerdem arbeitet er schwer an seinen Boyfriend-Eigenschaften und beschäftigt sich 75% des Films damit, wie er am besten Anna einen Heiratsantrag machen kann. Diese hingegen ist kaum wiederzuerkennen. Vom naiven Prinzesschen aus dem ersten Teil ist nicht viel übrig geblieben. Vielmehr kämpft sie mehr denn je darum, ihre Familie zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass sich alle gegenseitig beschützen. Sie ist es schließlich auch am Ende, welche bereit ist, große Opfer zu bringen, um den Frieden zwischen den Geistern wiederherzustellen. Elsa ist nun endlich über ihren Schatten gesprungen und erkennt an, was sie ist. Auch wenn sie das zum Anfang des Films natürlich noch nicht einmal wirklich weiß. Auf der Suche nach der Wahrheit kommt sie ihrer eigentlichen Bestimmung immer näher, bis sie schließlich am Ende erkennt, was sie ist. So kann sie endlich das Kapitel Königin hinter sich lassen und ihrem Schicksal folgen. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch Sven. Aber was sollen wir schon sagen, Sven ist so perfekt, wie er ist, denn sind wir mal ehrlich, Rentiere sind sowieso besser als Menschen. Nachdem es fast zwei ganze Filme gebraucht hat, dass Prinzessin, wir meinen natürlich Königin Anna, endlich heiraten darf, sind sich Fans überall im Internet einig, es wird langsam, aber sicher auch Zeit für Elsa, die große Liebe zu finden. Die Frage, die sich nun natürlich stellt, ist, wen? Kennen wir ihren zukünftigen schon? Und genau an dieser Stelle schalten wir uns ein und sagen, wer redet überhaupt von einem zukünftigen? Jeder, der aufmerksam den zweiten Teil geschaut hat, muss aufgefallen sein, dass es immer wieder leicht zwischen Elsa und der Northultra Honey Marin geknistert hat. Wir würden uns für die beiden freuen. Auch die Elsa-Darstellerin Indina Menzel sagte schon im Vorfeld zum zweiten Film, dass sich die Beziehung zwischen den beiden so liest, als würde vieles auf eine Liebesgeschichte im dritten Teil hindeuten. Und wir wissen ja alle, Liebe, sie öffnet Türen. Aber auch wenn Elsa nicht die große Romanze findet, wird sie im dritten Teil der Reihe sicher allerhand zu tun haben. Nachdem der Nebel sich gelichtet hat und der verwunschene Wald nun frei ist, birgt sich natürlich allerhand Gefahren. Wie man schon in Teil 1 gesehen hat, hat Arendelle nicht nur Verbündete, es gibt auch Länder, die mit Neid auf das Königreich schauen. So ist es gut möglich, dass sich der ein oder andere Bösewicht die Macht der Geister zu nutzen machen möchte, um Arendelle erneut ins Chaos zu stürzen. Auch wenn er dafür natürlich erstmal an Elsa vorbei müsste. Doch es lauern nicht nur Gefahren von außen. In der Vergangenheit waren auch viele Menschen aus Arendelle selbst der Magie gegenüber verschlossen, wenn nicht sogar misstrauisch. Allen voran Anna und Elsas Großvater König Runnett.
Es wäre also durchaus zu denken, dass es wieder einen Komplott gegen die Northultra und die Geister des Waldes geben könnte, welcher von Elsa vereitelt werden muss. Ein Gerücht, das durch das Internet streift, von welchem aber wohl jeder hofft, dass es nicht wahr ist, ist die Rückkehr von Hans. Ihr wisst nicht mehr genau, wer Hans ist? Verständlich, dass man diese kleine Made vergisst, wir helfen euch aber noch einmal auf die Sprünge. Er ist der jüngste von 12 Brüdern aus der Königsfamilie der südlichen Inseln. Als er erkennt, dass er es in seinem Leben zu nichts bringen wird, versucht er Elsa zu stürzen. Dies gelingt ihm sogar fast, indem er der damals noch sehr naiven Anna seine Liebe vorgaukelt. Arundel wird er sicher nicht mehr einfach so betreten können, doch mit dem verwunschenen Wald hat sich für ihn nun auch eine neue Tür aufgemacht. Denkbar wäre, dass er sich ähnlich wie schon das Königreich den Wald unter die Nägel reißen möchte. Außerdem wäre es nicht ganz ausgeschlossen, dass er noch einmal sein Glück mit Arundel versuchen würde, jetzt wo die mächtige Elsa nicht mehr Königin ist. Vielleicht mit Hilfe von seinen Brüdern, vielleicht aber auch mit einer Armee. Am Ende von Die Eiskönigin 2 wird zwar viel über Annas großen Tag geredet, es ist jedoch schnell klar, dass es sich dabei nicht um ihre Hochzeit mit Kristoff handelt, sondern vielmehr um ihre Krönung. Offen ist also noch, ob die beiden überhaupt schon geheiratet haben. Wenn nein, hoffen wir natürlich inständig, die Hochzeit der beiden im dritten Teil zu sehen. Nicht nur, weil sie nicht das typische Disney-Couple sind, sondern auch, weil sich rund um die Hochzeit eine größere Story erzählen ließe. Was wäre, wenn Hans kommt und Anna kidnappen würde? Olaf, Sven, Kristoff und Elsa müssten dann auf die Suche nach ihr gehen, um sie zu befreien. Möglich wäre, dass Sven und Kristoff auf einer ihrer Touren verunglücken, auch wenn das natürlich ein wenig zu lasch für einen Frozen-Teil wäre. Egal wie sich die Geschichte rund um die königliche Hochzeit ausschmücken ließ, klar ist jedoch, dass wir sie auf jeden Fall sehen wollen. Die einzige Royal Wedding, die wir uns im Kino ansehen würden. Elsa, nach Teil 1 nun auch bekannt als die Eiskönigin, kann bekanntlichermaßen alles in Eis verwandeln. Doch was ist mit Anna? Hat sie tatsächlich nicht mehr Kräfte als ihren Mut und die Bereitschaft, alles für die zu tun, die sie liebt? Die Fans im Internet sind sich da nicht sicher und immer mehr Gerüchte kursieren, dass Anna lernt, dass sie das Feuer beherrschen kann. Hinweise dazu findet man im Film, wenn man danach sucht. Der offensichtlichste ist natürlich, dass ihre Schwester Kräfte hat. Anna selbst hat aber zum Beispiel rote Haare, die Farbe des Feuers, während Elsa weiße Haare hat, passend zu ihren Eiskräften. Aber auch die Charaktereigenschaften der beiden passen zu den Fähigkeiten. Während Elsa eher ruhig, zurückhaltend und ein wenig kalt wirkt, ist Anna stets hyperaktiv, wild und unbrennbar. Denkbar in diesem Szenario wäre, dass Anna ihre Fähigkeiten erlangt und mit der zerstörerischen Art des Feuers nicht kontrollieren kann, ähnlich wie ihre Schwester in Teil 1. Elsa muss daraufhin zur Hilfe eilen und ihr helfen, mit der Macht ihrer neu erlangten Gabe zurechtzukommen. Auf jeden Fall ein Szenario, welches wir mehr als nur spannend finden würden. Doch nicht nur Anna und Elsa könnte man in den Mittelpunkt der Geschehnisse rücken. Viele Fans würden sich sicher auch über ein Prequel der Eiskönigin-Reihe freuen, in welchem die Abenteuer ihrer Eltern näher beleuchtet werden. Die Geschichte rund um König Agna und Königin Iduna kann mehr als einen Film fühlen. Nachdem wir nun wissen, wie die beiden sich kennengelernt haben, bleiben viele Fragen offen. Was ist mit Iduna nach der Katastrophe im verwunschenen Wald passiert? Sie ist sicher nicht am Königshof geblieben, also wie ist sie groß geworden? Ihr Leben als Northuldra dürfte nicht leicht in Arundel gewesen sein, nach dem, was passiert ist. Aber auch rund um Agna würde es spannend bleiben. Er ist schließlich über Nacht zum König geworden und war trotzdem noch ein kleiner Junge ohne Vater. Die ersten Jahre seiner Regentschaft würden sicher auch für Spannung auf der Leinwand sorgen. Am Ende könnte man dann noch ihre Liebesgeschichte erzählen, welche sicher fast so verzückend wäre wie die ihrer Tochter. Aber auch andere Charaktere aus Frozen haben eine spannende Geschichte. Leutnant Destin Matthias zum Beispiel. Viele würden sich sicher dafür interessieren, was aus den Soldaten aus Arundel geworden ist, nachdem sie im Nebel eingeschlossen wurden oder wie das Leben des treuen Matthias vor dem Unglück war. Doch nicht nur er, sondern auch Olaf, Jelena, die Steintrolle, Oaken und Sven. Potenzial haben all diese Figuren, um einen Film zu füllen, in welchem die zwei Schwestern höchstens eine Nebenrolle spielen würden. Das waren sie also, unsere Theorien rund um eine Fortsetzung von Die Eiskönigin. Welche Idee hat euch am besten gefallen? Oder habt ihr sogar eine, welche wir gar nicht aufgegriffen haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch noch einen Daumen nach oben. Ansonsten heißt es jetzt nur noch abwarten, bis wir endlich die ersten offiziellen Infos zu fassen bekommen. Auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Homepage www.kinocheck.de bleibt ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand.